Hallo und herzlich willkommen. Hier ist AlpLP. Ja, ich muss sagen, meine Chiara, Clara, Lara wurde gelöscht, weil ich den Server wechseln musste und halt, weil der Server war überfüllt. Darum waren noch diese ganzen Lags da und ich habe jetzt nicht den Gamer-PC auf Doom und ja. Neuer Server, neues Glück, neue Kopfgeldjägerin, die diesmal AlpLP heißt und eine krasse Frisur hat. Damit wir keine Zeit verlieren, skippe ich die Sachen, wo kein Text vorkommt. Und wir sind fast fertig. Ja. Sieh zu, ob du das Sicherheitsnetzwerk aktivieren kannst, Marco. Verstanden, Brayden. Wir werden... Hallo? Und was für ein Hallo. Die Hauptattraktion ist hier. Leute, das ist das Mädchen, auf das wir all unsere Hoffnungen setzen. Der beste Schütze, den ich kenne und Nerven aus Stahl. Sie ist wie gemacht für die große Jagd. Was sagt ihr? Bereit, euer Team zu treffen? Wann werde ich bezahlt? Ich bin bereit, eine Menge Credits zu machen. Ein Mädchen ganz nach deinem Geschmack, Jory. Gehen wir die Sache ganz offiziell an. Das hier ist Marco, ein kleines Genie, das ich vor Jahren auf Na Shaddaa aufgelesen habe. Ihre Spezialgebiete sind Aufklärung und Technik. Ich hoffe, ihr seid so gut, wie der alte Mann sagt. Und der große Brocken da ist Jory. Er kümmert sich um die Schwerarbeit und den Schutz unserer Operationsbasis. Atungi ma chechu. Also ich skippe manchmal schnell, damit wir auch vorankommen, denn ich kann nur 15 Minuten aufnehmen. Seid ihr mit der Kleinen zusammen, Jory? Genug der Vorstellungen. Kommen wir zum Geschäft. Wir sind hier, weil die große Jagd losgeht. Die kleine Marco kennt sich in der Jägergeschichte aus wie kein anderer diesseits von Geonosis. Und sogar sie weiß nicht genau, was die große Jagd alles beinhaltet. Aber ich kenne die Namen von allen Gewinnern der großen Jagd. Der Blutwürdige, der Verfinsterer, Jula Nachtbringer. Jeder Kopfgeldjäger, der eine große Jagd gewonnen hat, erlangte unglaublichen Ruhm und Reichtum. Darum sind wir hier. Ja, ich will eigentlich nur sagen, Credits zu machen. Den Ruhm überlasse ich euch. Ich will nur reich werden. Bis jetzt weiß ich nur das. Es gibt bei der großen Jagd zwei Gruppen. Die mandalorianische Elite und die freien Kopfgeldjäger, die von einflussreichen Verbrecherbossen unterstützt werden. Einen Mandalorianer können wir aus euch nicht mehr machen. Warum nicht? Ihr braucht also einen Schirmherren. Nemro der Hutte kontrolliert diese stinkende kleine Stadt. Der Schurke schuldet mir noch etwas. Ich könnte euch also vorstellen. Marco, scanne alle Kopfgeldjägerziele in der Umgebung. Ich will den übelsten, brutalsten und gefährlichsten abschauen, den du ja, finden kannst. Ja, den schlimmsten direkt. Bin dabei, Brayden. Ein übler Schurke. Kommt sofort. Jawohl. Wir müssen zumindest die Leute hier in der Umgebung davon überzeugen, dass ihr einen großen Namen als Kopfgeldjäger habt. Dann kontaktieren wir Nemro. Marco wird Gerüchte über eure außerplanetarischen Aktivitäten streuen. Aber ihr müsst auch hier einen beeindruckenden Fang machen, um diesen Ruf zu bestätigen. Ich hoffe, das funktioniert. Hauptsache, ihr wisst, was ihr da tut, Brayden. Oder was? Oder ihr findet eure eigenen Kontakte bei den Hutten? Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Hab was. Seht euch das an. Vex, Corellianer. Unglaublich schnell im Abzug. Gesucht wegen Überfällen auf 15 Sollstationen des Imperiums. 15! Imperium! Perfekt. Dieser Vex ist entweder verrückt oder süchtig nach Ruhm. Und gefährlich ist er offensichtlich auch. Hier steht, dass Vex einen Unterschlupf im Gossenviertel hat. Mitten im Chaos. Jetzt kommt's. Das wird lustig. Ein Feind von Nemro dem Hutten hat einen Teil der Stadt übernommen. Es ist gefährlich, dort herumzustöbern. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit. Überfallt den Unterschlupf von Vex und findet etwas, das auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Seid für alles bereit. Ja. Ich bin immer bereit. Ihr entschuldigt mich, aber ich muss einen Unterschlupf ausheben. Seid vorsichtig da draußen. Das sind wir, Leute. Das sind wir und da sind wir auch. Star Wars Old Republic. So. Ich muss mal ganz schnell kurz was gucken. Oh, warum schaltet sich das die ganze Zeit aus? Naja, egal. Da sind wir auch. Hier. AlpLP. Hallo, Elysum. So, dann müssen wir kurz schnell leisten hier machen. Das ist alles Standard-Business hier.
Gut. Also, es gibt diese lila Mission, die man Hauptquest nennt, die halt Fortbestand ist und die muss man machen. Dann gibt es hier noch diese, diese gelben, goldenen Missionen, die Nebenmissionen sind, die, wo man einfach so Credits bekommt, Rüstung, Datenkristalle. Datenkristalle sind so eine Währung, womit man zum Beispiel so ein Rüstungsset kaufen kann. Aber egal, machen wir schon mal unsere erste Nebenquest. Nemros Kopfgeldruide. Soll ich das vorlesen? P847 überbringt wichtige Nachricht von Nemro, dem Hutten. Mächtiger Nemro, allmächtiger Herrscher von Jiguna. Gut, Hermit. Ich höre zu. Fürs Erste. Also wir müssen von einem Feind von Nemro, Fatra, die Leute killen. Klingt ganz das genau. Kann ich wohl tun. Das kann ich tun. Ersatzteile und einen Schrottplatz. So, also, unsere Mission. Wir müssen Informationen über Vex finden, der auf 15 Soldstationen gesucht wird. Und wir müssen Fatras Schurken besiegen. Okay, wir haben Post. Ja, ja, unwichtig. Gehen wir ein paar Leute killen. So. Hinter dieser Giftgrube, da ist doch bestimmt. Was ist das denn? Zwielichtige Personen. Personen. Ist ein Weibchen. Naja. Oh. Fatras. Drauf. Rakete. Bam, bam, bam. Jawohl. Ja, Freundchen. So läuft das hier. Weiter geht. Ah, ne. Ich mach diese Tour. Ich mach diese Position am meisten. Noch mehr. Himmelfahrtskommando. Warte. Jetzt, Himmelfahrtskommando, Rakete, bam! Und du kriegst auch einen, Alter. Ja, jetzt liegst du da, ne? Ja, braves. Oh, drei Leute auf einmal. Was ein Scam. Und drauf! Rakete! Noch eine Rakete. Noch eine Rakete. Noch eine Rakete. Und Level 2. Jawohl, weiter. Rakete! Bratatatata! Bam! So, wer will noch? Du willst! Stirb doch! Was haben wir bekommen? Du hast 100 Truppen von Fatra auf Futter besiegt. Das waren doch keine. Junge! Ach ja, das war von meinem zweiten Kampf. Ach, scheiß drauf! Rakata! Ja, 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 ja! Himmelfahrtskommando! Mein Junge, ich liebe das einfach. So, wie viel Schaden macht das denn? Junge, was macht? Warum werden die nicht angegriffen? Mein Gott! Rakata! Warte. Ratatatata! Bam! Bam! Warte, sammeln wir das kurz ein. Und öffnen. Oh, was bekommen wir? Credits, Erfahrung und Datenkristalle. Ey, ich verstehe nicht, was die hier machen, Alter. Muss ich jetzt wieder zurück zu diesem Druiden, um meine nächste Mission zu holen? Oh, Main Quest und Nebenmission. Kommen wir erstmal zur Main Quest. So, Xentel. Hey Mädel, ihr seid bestimmt das süßeste Ding, das jemals einen Blaster in die Hand genommen hat. Was sollen wir machen? Was wollt ihr? Flirten? Wollt ihr sterben? Ihr habt eine gute Beobachtungsgabe. Gibt es weitere Talente, von denen ich wissen sollte? Aber sicher. Nur bin ich leider vergeben. Schade. Und gut bewacht. Gut bewacht. Meine Partnerin Sinni und ich bilden Kopfgeldjäger aus. Wir haben einen kleinen Bereich, in dem man neue Ausrüstung testen kann. Wollt ihr Brayden mal wirklich beeindrucken? Dann wird Sinni euch zeigen, was sie drauf hat. Ja, machen wir. Gehen wir ruhig dahin. Und du, Jayana. Verzeiht mir, Fremdling. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich glaube, genau ihr könnt mir helfen.
Mein Mann, dieser Feigling, hat mir meinen Sohn weggenommen und ich brauche jemanden mit Verstand und Stärke, um ihn zurückzubringen. Weil er vielleicht sein Vater ist? Ich sag's mal, er muss einen Grund gehabt haben. Wieso würde euer Mann euch euren Sohn wegnehmen? Ja. Weil er ein Feigling und gleichzeitig ein Narr ist. Mein Sohn hat eine Gabe. Versteht ihr mich? Die Gabe der Macht. Er kann auf Korriban zum Sith ausgebildet werden. Ist doch gut. Mein Mann wurde auf Korriban ausgebildet. Er hatte seine Chance auf Ruhm, ist aber gescheitert. Jetzt erledigt er Botengänge für einen schleimigen Hutten. Meinem Sohn wird es nicht so ergehen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wir sind ein Kopfgeldjäger. Gibt es noch eine Belohnung? Was springt für mich raus? Ich bin nicht reich, aber für meinen Sohn gebe ich alles, was ich habe. Alles? Gefällt mir. Jetzt sprecht ihr meine Sprache. Gut. Ich wusste, ich würde irgendwann jemanden finden, der vernünftig ist. Er hat meinen Sohn zum Fährenhafen gebracht. Ein Kommoffizier, der mir einen Gefallen schuldete, hat sie gesehen. Vorsicht. Mein Mann ergibt sich vielleicht nicht freiwillig. Dann killen wir den halt. Also, so läuft das einfach nicht hier, mich einfach hier, wie heißt das so schön? Nicht freiwillig ergeben. Wenn ich sage, der Typ, dein Sohn kommt nach Korriban, dann kommt der Typ nach Korriban. Da gibt es nicht, Junge. Wenn, dann wird er gescampt. Aber das ist jetzt unwichtig. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da. Hohe Ziele. Suche Informationen über Wax. Gehen wir rein. Was greift ihr mich an? Rakata! Ratatatata! Boom! Noch einer! Und hier noch einer! Boom! Du bekommst noch einen. Junge, es laggt, Alter, wegen den ganzen Raketen, Alter. Wollt ihr mich eigentlich flachsen? Nein, greift ihn an! Boom! Ja, 1, 2, 3, 4, 5, ist der Hexakill, würde ich mal sagen, ne? Ja. So, gehen wir mal rein. Wen haben wir denn hier? Einen Verbrecher! Rakata! Ja! So, komm. Oh, was, mal plündern wir das mal. Überraschung! Rakata! So, das war's? Oder? Ah ne, wir müssen nach oben gehen. Rakata! Ja! Was gibt's uns? Was haben wir im Inventory? Nur Schrott. So, was ist das? Datenpads, genau. Wax. Nehmen wir das mal auf und jetzt muss ich zu Brayden zurückgehen. Ich sag sogar, ich mache jetzt hier Schluss, weil ich mache hier Schluss, weil das Gespräch lange dauert und ich kann nur 10 Minuten aufnehmen. Ich sage schon mal adios, Leute, adios. Und einen Moment, Junge, ballert nicht rum. Tschüss mit Style. Bye bye.